Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Sabrina und heute möchte ich mit euch zusammen die Goodie Box aus dem Monat September auspacken. So, ziehen wir mal raus. Ah, auch Werbung gleich für den Adventskalender. Ich habe eben gerade die Quash Box auch ausgepackt. Das ist dann ja die, die nur alle 3 Monate kommt. Die kleine Schwester von der großen Goodie Box. Monatlich kommt. Ist mal schönes Papier, das Baum gefällt mir. Ja. Probiert ihr mal ganz vorsichtig aufzumachen hier diese Klebis, dass es mir nicht einreißt, aber meistens klappt es nicht. Das Papier kann man auch immer mal zum Basteln oder für irgendwas verwenden. So, ach, müssen wir gleich beiseite. Und dann greifen wir mal rein. Und als erstes habe ich von HelloFresh ein 55-Euro-Gutschein. So, nehmen wir hier mal das große raus. Hier haben wir von Lovey Jair. Sagt mir gar nichts. Weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ein Bananenduschgel. Da hatte ich jetzt. Was hatte ich denn das? Ah, das hatte ich als einen Adventskalender mit Banane, genau. Aus dem vom letzten Jahr, vom Body Shop. Das Shampoo und Pflegespülung. Es ging eigentlich halt nicht so krass nach Banane gerochen. So, wollen wir mal an der gleich schnuppern. Ja, doch. Riecht nach Banane. Aber noch recht angenehm. Aber die Aufmachung, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier jetzt? Hier haben wir von MIT Kosmetik einen Base Primer. Hui, ist der auch noch gefärbt? Leichte Tönung. Ja, aber doch. Riecht doch ganz angenehm. Dann haben wir von Nire. Na komm hier. Einen Kabuki-Pinsel. Was ist das hier noch? Oh. Corpse Voltaics Encapsulado Sun. Ich vermute mal, es wird ein Duft sein. Das ist nicht so. Oh ja, da kommt ganz schön starker Geruch entgegen. Das ist schon mal gut. So sieht es denn aus, das Fläschchen. Corpse Volatil. Das sagt mir gar nicht. War nicht mehr sprühen. Recht süßlich. Also passend jetzt. Ja, Sommer ist halb rum, aber im Nachhinein kommt noch. Ich würde bald sagen, Minze, Eukalyptus. Irgendwas Würziges auf jeden Fall kommt noch durch. Und zu guter Letzt haben wir hier ein von Lotti ein Eyeliner. So ein zum Rausdrehen steht hier. Ui. Die Farbe ist Espresso, also braun. Und braun. Da ist er schon in so einem Kartönchen eingepackt und trotzdem noch mal verschweißt.
Schächtelchen reicht doch dann eigentlich als Verpackung. Sollen die nochmal eingeschweißt werden? Ups. Ja. So, aber der hat sich leichter auspacken lassen als den Kajal, den ich vorhin ausgepackt hatte aus der Quatschbox. Der war gut eingeschweißt. Entweder war meiner extrem gut eingeschweißt oder. So, dann wollen wir die auch mal swatchen. Ja, schönes Braun, schön dunkel. Es muss ja nicht immer ganz schwarz sein, so ein dunkles Braun rein geht dann ja auch. Ha? Und die Box ist leer. So, das war's auch schon wieder. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Sabrina. Tschüss.